Ja, da schaut schon sehr professionell hier aus. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir werden heute kochen. Ja, da schaut schon sehr professionell hier aus. Denn wir werden heute einen Fliegenspray für die Pferde selber machen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was man so benötigt. Und ich war erstaunt, wie einfach das geht. Wieso haben wir das nie vorher gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich nicht gerne koche. Das, was man dafür braucht, ist eine Basis. Ach so. Oh. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine Basis. Wir haben jetzt zwei verschiedene Varianten. Zwar einmal hier Schwarztee, dann haben wir schon gekocht. Der muss nämlich ein bisschen abkühlen. Und Apfelessig, Bio-Apfelessig. Ganz wichtig. Und dann gibt es einfach nur verschiedene Öle, die man dann noch zum Toppen verwenden kann. Wir haben jetzt hier einmal Lavendel und Teebaumöl. Das bekommt man ganz einfach in der Apotheke. Die anderen Sachen habe ich von DM, also geht easy cheesy. Man kann auch noch Nelkenöl verwenden. Was Eukalyptusöl. Eukalyptusöl, genau. Und Zitronella. Das hat mir der Mann in der Apotheke empfohlen. Ich habe mich für diese zwei entschieden. Dann eine Flasche zum Einfüllen. Und ja, wir werden die zwei Sachen einfach mischen. Doppelt hält besser. Ja, und dann wird der Fliegenspray natürlich noch getestet. Stopp. Schon? Ja, du sagst ein Drittel und zwei Drittel das. Nein, also ich würde ungefähr so zwei Drittel Essig, glaube ich. Ach oder so. Hälfte, okay. Hälfte. Ja, dann musst du noch mehr. Bisschen noch. Kleines bisschen muss ich, glaube ich, noch. Kleines bisschen noch. Okay, der Tee. Machst du den Tee? Nein, wieso muss ich das jetzt? Bitte. Ja, geht ja. Das geht schief. Das geht komplett schief. Na, gar nicht so schlimm. Bis er voll ist. Ja, perfekt. Es ist vermengt. So, bitte, du kriegst das einmal. Rauchen, ja. Stinkt Boah. Schon. Ja, es riecht nicht so angenehm. So, und jetzt vom Teebaumöl. Also ich habe den Apotheker gefragt, wie viele Tropfen reingehören. Und er hat gemeint, wir sollen einfach dran riechen, dass es passt. Aber Teebaumöl muss man, also kann man jetzt nicht pur verwenden, aber das Lavendelöl könnte man auch pur verwenden. Mit Zitronella riecht es sicher richtig angenehm, aber ich bin ehrlich, ich wollte ja nicht so viele verschiedene Öle kaufen, weil was mache ich dann mit den ganzen Ölen nachher? Ich würde das jetzt mal umdrehen und dann... Das ist schon genug. Ja, das können wir ja gleich testen. Okay. Schütteln, oder? Boah, der wird so stinken, glaube ich. Boah. Er duftet... Und? Es riecht wie ein angestandener Apfelsaft. Na ja, so. Teebaumöl. Aber vielleicht nur ein bisschen mehr Lavendel, ja. Von dem riecht gar nichts. Also Teebaumöl riecht man schon sehr intensiv. Wir bekommen gerade Anweisung der Regie. Die Kamera hat noch starke 4% Akku. Maus, da ist ein Oyster. Nein, das ist ja nicht das. Doch, das war gerade. Ja, das ist auch nicht so ein Tropfen. Also ich glaube, es finde ich riecht sehr dominant, der Essig. Sehr dominant, der Essig. Und das Teebaumöl. Also mit Zitronella wird es sicher einfach besser noch riechen. Nice. Ja. Angenehm. Da. Ja. So, und das war's auch schon. Also easy cheesy. Gekostet hat das Ganze, wenn man jetzt nur die Menge für diesen Spray rechnet, keine 5 Euro. Das muss ja, halt nur noch, das muss noch wirken. Muss noch wirken. Wir haben den Fliegenspray übrigens schon in einem anderen Video getestet. Haben wir noch nicht. Doch, haben wir schon. Was, wie kennen wir den noch nicht getestet? Stimmt, das geht nicht. Wir werden ja, diesen Fliegenspray dann noch in einem anderen Video getestet haben. Wo wir generell ganz viele verschiedene Fliegensprays testen und deren Wirkung. Genau. Und dann hoffen wir, dass euch dieses tolle Kochvideo gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus. Ja.